Die Burgunder kamen von der Oder und der Weichsel zuerst an den Main. Unter König Gundahar, dem Gunther des Nibelungenliedes, siedelten sie als Föderaten am Rhein um Worms. Nach der Vertreibung durch die Hunnen siedelten sie um Genf. Schnell vermischten sich Burgunder und Romanen, wobei das Römische übernommen wurde. Nach der Mitte des 5. Jahrhunderts breitete sich das Burgunderreich entlang der Rhone aus. Lyon wurde neue Hauptstadt. Von besonderer Bedeutung ist König Gundobad. Er trat zum katholischen Glauben über, verheiratete seine Nichte mit dem Frankenkönig Chlodwig und ließ das burgundische Recht für Burgunden und Romanen separat aufzeichnen. 532-34 wurde das Burgunderreich von Frankenreich einverleibt. Nachdem die Römer am Beginn des 5. Jahrhunderts die britischen Inseln verlassen hatten, entstanden zahlreiche kleine Britenreiche, die im 5. Jahrhundert von Pikten und Skoten bedroht wurden. Die Mitte des 5. Jahrhunderts zu Hilfe gerufenen Angeln, Sachsen, Friesen und Jüten nahmen das Land in Besitz und vertrieben die romanisierte keltische Bevölkerung in die Randgebiete Cornwall und Wales sowie in die Bretagne. Die Frühgeschichte der angelsächsischen Reiche ist unklar. Wahrscheinlich sind die Germanen langsam eingesickert und nicht durch eine Invasion gekommen. Die Herrschaftsübernahme geschah langsam. Noch im 6. Jahrhundert gab es mächtige britische Herrschaften. Die Anglisierung dürfte bis ins 7. Jahrhundert gedauert haben. Da auch die Sprache von den Einwanderern übernommen wurde, dürften es zahlreiche Angelsachsen gewesen sein, die nach England kamen. Als letzte errichteten die Langobarden 568 ein Reich. Das gilt als Ende der germanischen Völkerwanderung. Laut Ursprungssage stammten die Langobarden aus dem heutigen Südschweden. Archäologische Zeugnisse gibt es seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert am Unterlauf der Elbe. Erstmals ins Bewusstsein der Römer traten die Langobarden während der Markomannenkriege. Im 5. Jahrhundert verlagerten sie schließlich ihren Siedlungsraum von der Elbe in den Donauraum. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts siedelten sie in Pannonien. Italien fiel den Langobarden förmlich in die Hände. Nur das Exarchat von Ravenna und Küstenstädte an der oberen Adria blieben in byzantinischer Hand. Das langobardische Reich war anders organisiert. Die Führer von Fahrtgenossenschaften Duzes eroberten einzelne städtische Territorien und bildeten daraus Herzogtümer. Das Zentrum bildete die Boebene mit dem Hauptort Verona und später Pavia. Durch byzantinischen Besitz wurde das Langobardenreich in einen Nord- und Südteil, also Apulien und Kalabrien, getrennt. Das führte zu einer weitgehend getrennten Entwicklung. Die Romanen verloren im Langobardenreich weitgehend ihre Rechte. Im Inneren gab es ein reges Wechselspiel zwischen dem König und den Herzögen, aus deren Kreis auch der König gewählt wurde. Viele Könige wurden ermordet. Im 8. Jahrhundert erreichte die Langobardenherrschaft ihren Höhepunkt. Es kam zu einer Katholisierung und zugleich zu einer schnellen Romanisierung, trotz fester Beziehungen zu den Bayern. Die Spannungen mit dem Papsttum erhöhten sich, bis 774 aufgrund päpstlicher Bestrebungen das Langobardenreich von Karl dem Großen erobert wurde. Im Frankenreich bewahrte es eine gewisse Selbstständigkeit.